Grüß Gott, meine Damen und Herren, und wieder mal ein herzliches Willkommen aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten zu einer neuen Folge von Polly Plauscht. Haben Sie sich auch vorgenommen, jetzt so nach den Feiertagen wieder ein bisschen mehr Sport zu betreiben? Dann sind wir hier genau richtig bei der insbesondere Innenstadt St. Pölten, genauer gesagt beim Eiszauber. Hier am St. Pöltener Rathausplatz bietet der Kika Eiszauber bereits zum zweiten Mal für alle Sportbegeisterten und natürlich auch für solche, die es noch werden wollen, die Möglichkeit, auf 1200 Quadratmeter Eisfläche die überflüssigen Kalorien der Feiertage wieder abzuarbeiten. Ja, und das Ganze natürlich mit Schwung und guter Laune. Täglich von 13 bis 18 Uhr. Und außerhalb der Ferien ist wochentags am Vormittag exklusiv für Schulklassen geöffnet. Aber genauere Informationen gibt es online unter www.st-poelten.at/eiszauber. Wie versierte Polly Plauscht-Zuseher ja schon wissen, drehe ich meine Runde nicht allein, sondern hole mir auch jemanden zum Plauschen dazu. Und heute ist das der Florian Czerny. Florian, magst du ein bisschen zu mir kommen? Hallo, grüß dich. Servus. Hallo. Der Florian Czerny ist vom Veranstaltungsservice. Genauer gesagt bist du ja der Projektleiter vom Eiszauber. Richtig. Wunderbar. Ich würde sagen, drehen wir doch einmal eine Runde. Schauen wir ihn an. Schauen wir es an. Ja. So, dann muss ich mir die Ticket reingeben. Ja? Florian, wenn ich mich da so umschaue, steckt da ein riesengroßer organisatorischer Aufwand dahinter. Magst du da ein bisschen was erzählen drüber? Was passiert denn überhaupt einmal, bevor wir das Eis betreten dürfen, der Eiszauber seine Pforten für uns öffnet? Nachdem der Rathausplatz hier nicht eben ist, sondern Gefälle hat, muss man zuallererst einmal einen Sand aufschütten. Ja? Aha. Damit man eine ebene Fläche hat und dass das Eis nachher wirklich schön wird. Von wie viel Sand sprechen wir da? Ja, das waren heuer 450 Tonnen, ach, die da verteilt, okay, werden. Und auf diese Sandschicht wird dann noch eine Isolierschicht aufgetragen in Form von Platten. Mhm. Und dann kommen Kühlschläuche drauf. Ja. Das sind ganz feine Schläuche. Insgesamt haben wir da fast 100 Kilometer Schläuche verlegt. 100 Kilometer? Ja. Und dort zirkuliert dann die Kühlflüssigkeit drinnen, die das Wasser, das man aufspritzt, dann auch gefrieren lässt. Wann beginnt ihr denn mit dem Aufbau des Eiszaubers und wie viele Personen sind denn da dabei, dass das so schön ausschaut? Ja. Nachdem wir heuer eine größere Fläche haben, ja fast doppelt so groß wie im Vorjahr, haben wir dementsprechend auch früher anfangen müssen. Klar. Das war heuer der 29. November und eröffnet haben wir schlussendlich dann am 17. Dezember, also fast 3 Wochen. Bei dem Ganzen wissen ja, dass das was wird, auch die Temperaturen mitspielen, sonst wird das ja nichts. Genau, so, ein bisschen ein Wetterglück gehört da immer dazu, ja. Wenn ich jetzt zu Hause beschließe, ich gehe heute Eislaufen oder ich plane morgen mit den Kindern Eislaufen zu gehen, wie funktioniert das? Wie viele Leute dürfen da aufs Eis und wie lang? Dann schnappst du am besten dein Handy oder dein Laptop und loggst dich ein auf unsere Webseite. Und da haben wir ein Online-Reservierungstool. Das ist verpflichtend, dass man sich vorher einen Platz reserviert. Und dann kommst du einfach zu uns vorbei, zum Eislaufen. Wie lang darf ich dann meine Runden da dran am Eis? Wir haben das immer auf 2-Stunden-Karten begrenzt. Das heißt, du kommst, kannst 2 Stunden dann Eislaufen und dann bist du ausgebaut und dann geht man wieder heim. Und wie viele Leute sind da dabei? Ja, dank der größeren Fläche können wir heuer 180 Leute aufs Eis lassen. Du weißt, wie du gefragt hast, wie der Eislaufplatz funktioniert. Ich zeig dir jetzt nur das Herzstück, nämlich die Kältemaschine, ja, wo das Ganze gekühlt wird. Na, ich bitte darum. Ja. Und den Andreas, den haben wir da und der wird dir das sicher besser erklären können. Hallo Andreas! Ja. Andreas, magst du dir ein bisschen selber vorstellen? Weil mein Name ist Andreas Huber. Ich bin bei der Firma Coolwell beschäftigt als Sales Manager und wir liefern Kälteaggregate, Heizaggregate, respektive vermieten sowas und natürlich auch Cold Stores, Cold Boxes, also riesengroße Kühlschränke. Apropos Cold, so wie du sagst, damit unser Eis da schön bleibt, nehme ich an, dass dieses Drum da
dafür verantwortlich ist. Wie heißt denn das eigentlich? Das ist ein Chiller mit 300 kW, ein Wasserkühler. Ein Chiller? Ja, Chiller. Aha. Klingt chillig, nicht? Ist aber nicht so, sondern macht nur kaltes Wasser. Ja. Das kalte Wasser wird quasi von Ausgleichstank in den Chiller, vom Chiller in den Eislaufplatz und der Eislaufplatz wird dann unterkühlt und das Wasser, das man am Eislaufplatz aufbringt, friert dann dort fest. Eigentlich ist es eine Fußbodenheizung, nur funktioniert es genau umgekehrt. Und das macht kalt statt warm. Andreas, was ist denn eigentlich, wenn es zu warm wird? Gibt es dort Schwierigkeiten mit der Eismaschine? Bis plus 15 Grad haben wir nicht. Okay. Schlecht für Eis ist natürlich direkte Sonnenbestrahlung, und wenn es dann zu warm ist, dann liegt es aber nicht daran, dass die Maschine zu wenig Leistung hat, sondern das Eis von unten isoliert und dann wird die Oberfläche natürlich nass. Eis wird es immer bleiben, nur oben ist ein bisschen nass und es wird ein Wassersee drauf. Ne? Genauso wie für uns schlecht ist, wenn viel Wind geht und diesen kalten Luftsee am Eis wegbläst. Ah, okay, interessant. An Wind denkt man gar nicht im ersten Moment, sondern immer nur, wenn es warm wird. Wind ist ziemlich schlecht auf der Eisfläche. Ne? Wirklich? Interessant. Ja, Regen auch noch, aber Wind ist das meiste. Ne? Okay, und mit was ist die gefüllt? Mit einem Glykol-Wasser-Gemisch, das geht bis minus 25, also gefriert nicht bis minus 25 Grad. Ja. Die Eisfläche wird mit minus 10 Grad Wasser versorgt. Mhm. Das geht mit minus 10 Grad raus, im Idealfall kommt es auch mit minus 10 Grad wieder rein und die Maschine arbeitet gar nicht. Momentan arbeitet sie, das heißt, es kommt mit 8 Grad zurück, das Wasser, das heißt, die Umgebung ist etwas wärmer und deswegen muss die Maschine leisten. Wäre es in der Umgebung jetzt kälter, würde sie gar nicht arbeiten. Dann erhebt sich das Eis. Du, Andreas, und das ist die Eismaschine, mit der wird dann das Eis alle zwei Stunden putzt. Dann müsste ich bearbeiten damit, ja? Darf ich mich da raufsetzen? Kannst du gerne mal. Also, dann gebe ich dir mal eine Tasche. Bitte gern. Dankeschön. So. Allerdings musst du dann alle zwei Stunden das Eis leicht abpuppeln, die Unrauheiten vom Eis wegtun und dann neuen Wasserfilm aufbringen, der festfriert, damit das Eis wieder glatt ist und die Kinder dann wieder lutschen können. Florian, Andreas, danke fürs Blaschen. Ich habe am Schluss noch eine kleine Frage für euch. Mal schauen, ob sie es wissen. Wenn sie es wissen, dann sagt sie es nicht, ja? Und zwar, die Eisläufer und Eisläuferinnen haben eine eigene Schutzpatronin. Echt? Echt, ja. Wissen Sie, wer das ist, meine Damen und Herren? Falls Sie es herausfinden, dann schreiben Sie es am besten runter in die Kommentare. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen, und ich bin gespannt, ob Sie draufkommen. Na, wie schaut's aus, meine Damen und Herren? Haben Sie Ihre Eislaufschuhe schon aus dem Keller aufgeholt? Dann nix wie los. Haube, Schal und Handschuhe. Auf geht's! Und für alle, die schon ein bisschen aus der Übung sind, Sie brauchen keine Angst haben, die heilige Litwina wird Ihre Hand schützend über Sie halten. Also los geht's, auf ins neue Jahr, bis zur nächsten Folge von Polly plauscht.